Ja, hallo. Die Grundsteinlegung im August haben wir breit kommuniziert. Seitdem hat sich hier extrem viel getan bei uns am Vereinssportzentrum. Und wir würden es euch heute gerne einmal vorstellen. Die Räumlichkeiten noch im Rohbau, aber ich denke, man kann schon vieles erkennen. Ich bin Frank. Ich bin Lea. Ich bin Sarah. Und dann kommt mal mit. Ja, hier noch etwas dunkel zu erkennen, der Eingangsbereich. Wir haben einmal den Zugang von den Sportflächen und von den Parkplätzen und einmal hier den Zugang für die Leute, die mit Bus und Bahn hierher kommen, und haben hier deinen zentralen Punkt für die Mitglieder, Anlaufpunkt, Service Point, wo sich dann jeder eincheckt ins Gebäude, ja, und hoffentlich sehr, sehr nett empfangen wird. Ja, hier befinden wir uns in der kleinen Sporthalle. Wie man sieht, ist viel Platz für Eltern-, Kind- und Kindertouren, was wir nach unserem erfolgreichen Konzept weiterverfolgen wollen. Hier werden verschiedene Großgeräte aufgebaut, wo wir dann vielfältige und spannende Bewegungslandschaften aufbauen können, um eben die Kinder und Eltern zu begeistern. Weiter geht's in die große Halle. Ja, hier findet vorwiegend die Kindersportschule statt. Das ist ein Angebot, wo die Kinder vom Grundschulalter, 1. bis 4. Klasse, die verschiedenen Sportarten durchprobieren können, um zu schauen, wo ihre Talente und Neigungen liegen, und dann eventuell nachher in unsere verschiedenen Abteilungen gehen können, um die Sportart weiter bzw. dann professioneller auszuführen. Ja, jetzt sind wir hier im Flur in der ersten Etage. Man hat hier nochmal auf der rechten Seite einen Blick in die Sporthalle rein. Genau, und auf der rechten Seite hier auch nochmal ist ein Behinderten-WC bzw. ein Behinderten-Umkleide, weil wir hier das Gebäude auch barrierefrei erstellt haben, um auch unserer Abteilung Handicap zum Beispiel natürlich jeglichen Zugang zu ermöglichen. Gehen wir einmal hier rein. Dies ist unser Multifunktionsraum erstmal. Das heißt, hier finden PKIP-Kurse statt. Das sind eben Kurse für die Kleinsten schon. Da können Eltern mit ihren Babys ab der zweiten Lebenswoche dran teilnehmen. Genau wie wir dann auch diesen Raum für den Erwachsenenbereich nutzen und Workshops zum Thema Ernährung, Sport, Bewegung stattfinden lassen. Ja, wir sind hier im Gesundheits- und Fitnessbereich. Wie ihr seht, haben wir eine sehr große Trainingsfläche, wo wir mit elektronischen, individuell sehr hochmodernen Kraft- und Ausdauergeräten arbeiten werden, wo wir für jeden Sportler, für jedes neue Mitglied individuelle Trainingspläne erstellen können. Hier oben wird ein separater Kursraum entstehen, wo wir die klassischen Fitness-Kraft-Ausdauerkurse anbieten werden, natürlich auch moderne Kurse wie Cycling oder Zumba anbieten werden. Des Weiteren haben wir einen super Functional-Raum, den wir integrieren, um den Trend des Functional-Trainings, das Training mit dem eigenen Körpergewicht, etwas in den Fokus rücken zu können. Ja, und unser kleines Highlight hier oben, natürlich unsere Dachterrasse, wo ich sagen würde, gehen wir einmal raus. Jawohl, hier auf unserer großen Dachterrasse jede Menge Platz für natürlich Outdoor-Aktivitäten, Zumba im Sommer, aber auch verschiedene Events wie ein Barbecue oder ähnliches kann hier oben gefeiert werden. Und natürlich mit dem Blick nach rechts raus einmal unsere komplette Outdoor-Anlage, wo wir im Außenbereich eine kleine Functional-Fläche haben, um draußen auch im Gesundheits- und Fitnessbereich trainieren zu können. Es wird eine kleine Fußballfläche im Outdoor-Bereich entstehen, eine Multifunktionsfläche, wo sich die Abteilungen draußen wiederfinden können, genauso wie ein Beachfeld. Auch dort sind unsere Abteilungen natürlich vertreten. Und ja, von hier oben kann man relativ gut selber beim Sport beobachten. Ja,
hier sind wir wieder in der ersten Etage und einmal ein ganz kurzer Blick in unsere Umkleidemöglichkeiten, weil natürlich wollen wir auch hier unseren Neumitgliedern sämtlichen Komfort bieten, um hier direkt Sport machen zu können. Hier ist unser Besprechungsraum, an dem dann auch die Abteilungen ihre Sitzung abhalten können, Vorstandssitzungen des Vereins stattfinden können, jegliche Besprechungen. Wir haben hier nebenan dann auch noch mal ein Büro, was wir auch den Abteilungsleitern oder Abteilungsvertretern zur Verfügung stellen, wo wir auch, wie gesagt, Arbeitsplätze schaffen werden, damit die Ehrenamtlichen hier auch sicherlich dann temporär immer mal hinkommen können und ihre Büroarbeit, die auch noch anfällt, auch absolvieren können. Ja, am Eingangsbereich wieder vorbei haben wir hier einen Raum für unsere Dart- und Schachabteilung, den Sie gemeinsam nutzen und den Raum, den wir bis jetzt in der Clausewitzstraße haben, im alten Vereinsheim ersetzt und gehen dann hier weiter in die anliegende Gaststätte, die einen separaten Eingang hat auf der Seite, von jedermann genutzt werden kann, aber natürlich auch großer Anlaufspunkt für unsere Mitglieder werden soll, die einmal nach dem Sport sich hier wieder gemeinschaftlich zusammenfinden können. Andererseits natürlich auch ein Treffpunkt für alle Fans und Mitglieder an Spieltagen auf dem Weg zum Stadion oder wenn man dann hier auch Auswärtsspiele gucken möchte, natürlich auch der prädestinierte Anlaufpunkt. Ja, da sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen und sehr viel Vorgeschmack gebracht auf das, was hier entsteht, auf die Angebote, die wir für euch hier anbieten wollen. Wie gesagt, wir sehen nochmal hier die schönen Außenanlagen, haben hier noch eine Fläche, um auch später nochmal das Gebäude zu erweitern. Also wir sind noch nicht am Ende. Wir freuen uns auf euch. Kommt zu uns, treibt Sport, bleibt gesund und freut euch auf die Eröffnung. Tschüss. Tschüss. Bis bald.